Die Schanze am Scheibenberg ist wieder ein Schmuckstück. So berichteten wir vor 15 Jahren. Am 21. Juni 2003 wurde die neue, in grün gehaltene Mattenanlage in Betrieb genommen. Zuerst durfte die junge Scheibenberger Springerin Robina Anborsig über eine kleine Schanze gehen. Der Weihesprung von der großen Schanze blieb Frank Walter, ebenfalls SSV 1846 Scheibenberg, vorbehalten. Im Anschluss daran gab es einen Pokalsprunglauf. 60 Sportler waren am Start. Sie kamen aus Oberwiesenthal, Johanngeorgenstadt, Stützengrün, Geier, Grüner, Rittersgrün, Pöhler, Zschopau und aus Scheibenberg. Dass die Schanze wieder in Schönheit erstrahlen kann, ist Fördermitteln vom Freistaat, dem Landkreis und der Kommune sowie Sponsoren und dem Engagement des SSV 1846 Scheibenberg zu verdanken. 1972 wurden die heutigen Schanzen am Scheibenberg unterhalb der Orgelpfeifen errichtet. Den Weihesprung gab es am 4. Februar 1973. Nachdem die Schanzen lange Zeit brachlagen, erfolgte von 1999 bis 2002 eine umfangreiche Sanierung.